Hallo, wir prüfen hier zwei Kohlenmonoxidmelder mit echtem Giftgas. Ich demonstriere, wie das Kohlenmonoxid hergestellt wird. Da wird ein Stückchen Papier auf ganz spezielle Weise verbrannt. Dabei entsteht rund 1 Liter Abgas mit 1,5 Milligramm Kohlenmonoxid. Und das gibt nachher eine wirksame Konzentration von 0,3 bis 0,4 Promille. Hier liegen jetzt die beiden Melder prüfbereit auf dem Deckel der Box. Jetzt noch was zum Papier. So sehen diese Papierformate ungerollt aus. Und die werden aus so einem Bogen ausgeschnitten. Keine große Arbeit. Und da wird auch ein Hilfsmittel für mitgeliefert. Ja, und nun sind wir hier schon fast fertig. Es wird vorbereitet, dass der Deckel drauf passt und auch zugeht. Denn wenn das Papier brennt, muss es schnell gehen, damit kein Kohlenmonoxid entweicht. Das geht jetzt los. Da brennt was. Klick, klick. Alles ist zu. Und jetzt kann es 2 bis 3 Minuten dauern, bis die beiden Melder sich rühren. Und es ist auch nicht wichtig, was die Melder anzeigen. Wichtig ist, dass der Alarm rechtzeitig kommt und dass er laut genug ist. Alles andere ist ziemlich egal. Eine Minute hat das gedauert. Eine Minute. Die beiden sind wunderbar in Ordnung. Hallo. Und der ist auch aktiv. Also, Erfolg auf ganzer Linie um die 350 ppm wurden angezeigt. Und das ist die richtige Konzentration, nämlich 0,35 Promille.